Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Shelterette hier mit Redlet am Mikro. Nimm beim Erkunden des Ödlands immer eine Gasmaske mit, aber das hatten wir auch schon mal. Wenn das mit dem Gasmasken nicht so ein Kreuz ist, also in einem Game hast du viel Gasmasken, in dem anderen hast du wenig, hier habe ich dummerweise wenig. Aber wir haben ja noch ein Team unterwegs. Ort durchsuchen, aber wie ich mich kenne, haben die immer noch keine ausreichenden Slots. Aber wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Wir haben zwei Masken und ein Team krebst hier oben. Na, dann schicken wir das andere einfach nach unten. Ist doch völlig Wurst. Oder? Wir haben da noch irgendwas Freies hier. Vorausgesetzt, wir haben genug Wasser. Ja, eigentlich schon. So. Tankstelle in Sicht. Food. Das Rohr hätte ich aber gern. Ach so. Verstehe, das ist das alte Spiel. Na, dann bleibt das Wasser da. Da kenne ich überhaupt nichts. So, Sprit können wir ganz mitnehmen. Das ist sehr gut. Metall können wir auch mitnehmen. Das ist auch gut. Das kann ich nicht tragen, weil kein Platz mehr frei ist. Okay, gut. Das akzeptiere ich. Moment mal. Nee, möchte ich noch nicht. Ich klicke lieber alles nochmal vorsichtshalber an. Ich bin nämlich gerade erst eingestiegen und da habe ich natürlich keinen Überblick. Das ist ein bisschen blöd, aber ich kann nicht stundenlang aufnehmen. Das geht nicht. Da habe ich die Kapazitäten einfach nicht. Ich werde jetzt trotzdem ein Team losschicken. Mäßiger Sandsturm. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Oder? Wir gucken hier nochmal. Nee, mach mal ganz anders. Pass auf. Edward. Oder irgendeine Figur. Lotti nicht gerade. Rotznase auch nicht. Das macht nochmal die Kimberley hier. Die gibt nochmal einen Funkspruch für Händler ab. Vielleicht können wir noch ein bisschen was wegdealen. Dann werden wir trotzdem noch eine Expedition planen. Eben mit Lotti und Edward. Ja, ich schicke die jetzt knallhart raus. Und die anderen sind eh schon so gut wie auf dem Rückweg. Und dann werden wir... Da waren wir jetzt. Wie schaut es eigentlich hier oben aus? Das ist alles unbekannt. Ich habe aber so meine Zweifel, dass sich das lohnt. Und hier unten, das lohnt sich auch nicht wirklich. Da müssten wir Schürferausrüstung mitnehmen. Ne? Obwohl, man weiß ja nicht, wie das mit dem Gasmasken aussieht. Ich gehe jetzt mal einfach gucken, was mich das kosten würde. Ja, das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Das ist die Lichtung, das ist eine Hütte. Ich meine, wir könnten das ja einfach nochmal gehen, ne? Auch wenn wir da vor 3 Tagen waren. Das würde eigentlich nichts machen. Was ist denn das eigentlich hier? Tja, Wasser erforderlich. Ich breche das nochmal kurz ab. Möchte ich abbrechen, ja. Ich möchte nämlich hier nochmal schauen, wie das mit der Objektfertigerei aussieht. Okay, die Schürferausrüstung. Oh, die kostet mir einfach, die kostet einen Haufen Metall. Und auch einen Haufen Holz. Okay, jetzt muss ich hier noch was gucken. Aufrüsten. Ah, guck mal. Wir können jetzt das mit der Dekontamination. Das könnten wir jetzt schon machen. Das werde ich auch machen. Das macht die Kimberley, wenn sie mit ihrem Funk fertig ist. Ne? Das ist aber schlecht. Das mache ich mal so nicht. Das macht hier meine Kleine. Und zwar zieht die jetzt so einen Anzug an und wird hier das mit der Dekontamination klären. Und dann muss hier aufgefüllt werden, der Kompressor, also Kraftstoff einmal. Und so ein bisschen reparieren wäre auch nicht schlecht. Eingehender Funkspruch. Da ist eine Kirche. Sehr schön. Mom könnte derweil hier ein bisschen reparieren. Könnte
Hier ein bisschen reparieren, dass es einfach in Ordnung gebracht wird, das Zeug. So. 79 von 90. Wenn es jetzt regnet. Ah, oh, Moment, Moment. Dann schicke ich noch eine zweite Expedition los. Unabhängig dessen, was sich noch tut. Das können wir nicht mehr aufnehmen. Die Linse können wir natürlich auch nicht aufnehmen. Die Sicherung dummerweise auch nicht. Aber das macht nichts. Hier, tschüss, Ade. So, Edward. Edward wird, damit einfach das so einigermaßen passt, hier was trinken, wird kurz duschen. Aber bloß ein bisschen, den nehme ich dann gleich raus. Edward, wie schaut es mit Mom aus? Mom, dann. Was, wie? Leg dich mal kurz hin. Die anderen beiden kommen so. Der hat das jetzt aufgerüstet. Nee, 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 nee. Hier, so. Sehr gut. Moment mal, Kind. Hier. Halt. Ach, verflucht. Was ist denn wieder da? So ein Kack. Hier, fallen lernen. Kimberly, wenn du das gemacht hast, wirst du schlafen. So, sehr schön. Der möchte jetzt duschen. Jetzt durch den Edward mal hier rüberziehen. Sehr schön. Na, immerhin ist das schon mal ein Ding. Das nehmen wir natürlich alles. 58 von 72. Kiste hatten wir ja noch eine gemacht. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Nein! Lässt du das sein? Du duschst zuerst. Jemand ist ins Bett gegangen. Daddy. Na gut, solange er im Bett ist, dann kann er zumindest mit seinen dreckigen Pfoten nicht im Essen hantieren. Das ist schon mal ein Ding. So. Fallstrick haben wir geleert. Halt hier. Anzug zurücklegen. Dann kannst du von mir aus machen, was du willst, Kind. Jetzt werden wir Erbse aus der Dusche holen. Und werden. Jetzt kann sie essen. Und jetzt lassen wir Daddy aufstehen. Zack, duschen. 72 von 90. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Dann kann hier mal jemand putzen. Das wäre sehr schön. So. Wie schaut es mit Daddy aus? Mit dem Duschen? Immer noch nicht. Jetzt ist er einigermaßen sauber. Jetzt könnte er theoretisch essen, ohne dass was passiert. Ich glaube, da kommt Händler. Die ist ganz schön flott unterwegs, die gute. 64er, duscht der Wahnsinn. So, das reicht. So, mal gucken, obwohl eine Einzelne handelt nicht, ne? Eine Einzelne möchte gerne anheuern. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, ist ja gut. Ja, die will anheuern. Ja, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht. Ich meine, das geht nur, wenn ich permanent ein Team draußen habe. Weil wenn die alle jetzt hier hinne sind, habe ich das Problem mit dem Sauerstoff, ne? Dass ich die nicht versorgen kann. Das ist ein Problem. Puh. Ich meine, ich könnte es versuchen, wenn es scheitert. Ich probiere es mal auf, ich zeige euch das mal. Jetzt werden wir gleich sehen, dass sie zu viel ist. Sie duscht auch gleich. Jetzt 99%, sieht man es schon, ne? So, die hole ich dann auch gleich wieder aus der Dusche raus. So, dann schicke ich sie aufs Klo. Da kann sie keinen Schaden anrichten. Die wollen bei uns eh bloß alle duschen und aufs Klo gehen. Das ist immer dasselbe Quark. So, dann gehst du aufs Klo. Da hole ich sie aber auch gleich wieder raus. Na komm schon. Weißt du, die dürfen immer bloß so tropfenweise alles rauslassen bei uns. Oh, das war's schon. Na, immerhin.
Christine, ich versuche dich mal zu deautomatisieren, was komischerweise nicht geht. Die wird sich wieder automatisieren. Daddy isst jetzt. Mom duscht. Es regnet. Das ist sehr cool. Das ist Edward. Edward, leg dich noch mal kurz hin. Aber wir planen mit dir gleich wieder eine Expedition. So, Objekt fertigen. Wir könnten jetzt. Na, wir haben drei Gasmasken. Das ist super. Mal sehen, was uns jetzt noch fehlt hier. Aufrüsten. Ja, uns fehlen noch ein paar Scharniere, aber mit ein bisschen Schwein. Mit ein bisschen Schwein bekommen wir Händler. Und vielleicht haben ja die Händler so ein bisschen was bei, ne? Okay, dann werde ich jetzt mal noch eine Expedition planen. Und die Christine, solange die keine Scheiße baut, darf die ja auch weiter bleiben. Aber wir müssen ein Team rausschicken. Wir haben nur noch 90%. Oh, Moment. Bevor ich das mache, möchtest du ja. Mom, mal nicht. Die Christine macht das. Die Christine wird nämlich jetzt die Dusche reparieren. So. Und jetzt? Jetzt haben wir schwarzen Regen, oder? Das ist der schwarze Regen. Das sieht man dann. Hier, Kontamination 2%. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Solange dann die Leute nicht Wasser trinken wollen, ist das nicht so schlimm. So. Also die Kimberly können wir schon mal nicht schicken. Den Edward können wir schicken. Und Lottie. Nächste, die müsste zwar aufs Klo, aber was soll's. Edward, Karte. Die lasse ich jetzt nochmal hier diese Runde gehen. Mann, was willst du machen? Da war ich vor 14 Tagen in der Fabrik vor 5. Machen wir es so. Ich meine, in der Schule soll die endlich auch mal vorbeigehen, ne? Also machen wir das. Wir können es auch mal so machen. Können wir auch machen. So. Dann das mittelgroße Haus lohnt sich natürlich jetzt auch, ne? Aber was soll's? Ich meine, ich kann nicht alles mitnehmen. Das 45. Kleines Eisenwarengeschäft, der Schrottplatz. Ich lasse den jetzt mal. So. Haustieren, das selbstverständlich, nehmen wir eins mit. Bestätigen. Hier die Taschen ausrüsten. Lotti nimmt natürlich nur das. Eine Gasmaske. Und da wir dummerweise nicht viel Platz haben, nehme ich auch nichts zum Verbinden mit. Und der Edward bekommt hier so ein schickes Beil, der bekommt hier diese lustige Tasche und einen Schnuffi und dann schicken wir ihn auf die Reise. Ich könnte jetzt was zum Handeln auf Verdacht mitgeben. Wir haben 6x Zement, 3x Kalk, aber keinen Sand. Und zum Handeln gebe ich ihn mit. Tja, das ist so eine Sache. Ich könnte mein Fleisch mitgeben. Ich mach's mal. Ich versuche einfach mal. Wir treffen bestimmt unterwegs irgendjemand, dem wir vielleicht was Tolles abluchsen können. Und dann wäre es blöd, wenn wir nichts dabei hätten. Ne? So. Das ist Edward und ein Hund. Dann Christine, meine Gute. Lass das mal gut sein. Mach deinen Stiefel. Als erstes Pansy, das finde ich gut. Du wirst einen Funkspruch abgeben, wieder für Händler. Anscheinend, das Kind weiß schon wieder mehr wie ich. Wir haben anscheinend die richtigen Teile, um irgendwas aufzurüsten. Ja, das ist zum einen der Sauerstofffilter. Der Widerstand und die Haltbarkeit. Das ist mir jetzt erstmal Wurst. Leistungsverbesserung haben wir einmal gemacht. Mit der nächsten Leistungsverbesserung brauchen wir 10x Draht und natürlich wieder die blöden Scharniere. Das ist die Christine. Die Christine wird uns den Schutzraum reinigen, wird anschließend den Ofen reparieren und wird dann, wenn sie damit fertig ist, den
Generator wieder so ein bisschen reparieren, dann der Kühlschrank müsste auch repariert werden. Margarete, lass mich rein. Nein, jetzt ist es gut, verdammt. Nee. Au, 56%. Ich ahne ja Schreckliches. Wenn die jetzt nämlich irgendwo hinklopft. Nee, die geht. Gut. Also sie hat nichts kaputt gemacht. Ich sehe nämlich schon wieder, dass ich wieder was reparieren muss. Hier müsste jemand aufs Klo und das müsste jemand duschen. Rotznase. Na, pass mal auf, steh mal auf. Oder das könnte auch die Christine machen. Christine, lass das mal gut sein. Nimm mal hier den Anzug. Meine Gute. Wenn du deinen Job gut machst, dann kriegst du auch ein Plätzchen. Also einen Keks. Halt, 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 hier, aufrüsten. Ne, nicht aufrüsten. Reparieren. Wo geht sie denn hin? Der radioaktive Tampon. Wo rennen die hin? So, jetzt wieder schön hoch. Das ist reiner Wein. Steh mal auf und geh aufs Klo. 32 von 90. Wir haben zu wenig Wasser. So, wir haben jemanden in der Ferne gesehen. Willst du, dass wir ihn ansprechen? Ja, mach mal. Wir haben einen Hund dabei. Was soll's? Wir haben zwei Leute und einen Hund. Keine Angst, ich bin ein Freund. Jetzt gucken wir mal, mit wem wir den anquatschen. Mit Mom. Der will nicht. Dann eben nicht. Das sieht eh ein bisschen grün im Gesicht aus. So, wer weiß, was der uns alles angedreht hätte. So, die Christine wird jetzt den Wasserfilter richten und den Sauerstofffilter mit 3F. Jetzt haben wir nur noch 28. Was, jetzt trinkt er noch? Dann haben wir nur noch 27. Tolle Wurst. Aber das mit der Dekontamination, das ist schon wichtig. Also das erachte ich als sehr wichtig. Und der kleine Scheißer muss schon wieder aufs Klo. Die müssen alle aufs Klo, ständig. Unmöglich. Schlimmer als der Hund. Ja, was wird uns im Wasser... Wer duscht denn da? Na, wenn das mal gut geht. Ich hole die gleich raus aus der Dusche. So. Jetzt, Kind, lass das mal gut sein. Und jetzt übernimmst du den Job. Halt. Funkspruch annehmen. Na, guck mal. Hier haben wir doch ein bisschen was gefunden. Bla. Sehr schön. Dreimal Sand. Ich nehme erstmal alles mit. Rausschmeißen können wir es ja immer noch. So. Und du... Was habe ich denn jetzt gemacht? Da. Du tust jetzt wieder einen Funkspruch für Händler abgeben. Jetzt ist wer auf dem Klo. Klo ist okay. Daddy müsste schon wieder duschen. War der nicht erst nur in der Dusche? Ich könnte natürlich knallhart ins Bett legen, ne? Ich sag aber mal duschen. Hier ist ein mittelgroßes Haus. Halt! Das ausziehen. Ding dong. Ah, Händler. Kathleen. So, Kathleen. Was ich von dir haben will, ist das. Und was nehme ich noch von dir, meine Gute? Entweder das Seil oder die Schalter. Ja, wir gucken erstmal, was wir an Seil haben. 19. Das Schalter. Was sind die Schalter? 6. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, was man für was gebraucht hat. Ich dachte aber... Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich... Ich könnte es ja noch kaufen. So. Und jetzt brauchen wir natürlich was im Wert von 70. Was wir da über den Tisch schieben. Wir könnten ihr zum Beispiel eine Knarre verkaufen. Aber ich finde was Besseres. Keine Panik. Also hier vielleicht zwei so Gläser. Das nützt uns momentan überhaupt nichts. Damit könnten wir eigentlich auch handeln. Das wären immerhin 40. Wir hätten natürlich auch hier so ein bisschen Food. Bisschen Food, Food, Food. Ein Buch, ja, wäre eine Sache im Augenblick.
Ist vielleicht gar keine blöde Sache, wenn wir das machen. Das reicht zwar immer noch nicht. Schaut es denn so aus? 67,69. Ja, das gefällt mir eigentlich. Jetzt bräuchte man noch was im Wert von 2. Im Wert von 2, das wäre. Das ist nur 1. Das wäre die Plastiktüte, aber die gebe ich nicht her. Mache ich nicht. Scharniere hat sie aber dummerweise nicht gehabt. Die dumme Kuh. Was ist denn noch ein Wert von 1, Leute? Sag mal. Ach komm, ich werde irgendwann finden. Ne, 2. 2 brauchen wir. Das ist ein bisschen blöd alles. Ja, Wasser, aber Wasser ist knapp. Ich weiß nicht, regnet es jetzt? Ich sehe gar nichts. Hier. So. Ja. Das hätte ich alles gern. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Wir brauchen immer noch viermal Scharniere, um hier die Werkbank wieder um 1 aufzurüsten, ne? So, wir könnten wahrscheinlich jetzt. Hä? 55%? Repariert das mal hier. Eingehender Funkspruch. Nein! Ah, verdammt! Anzug nehmen. Reparieren. Funkspruch. Mittelgroßes Haus und Leute. Die Kimberly isst mal was. Eigentlich tut die bloß immer ständig pieseln aufs Klo gehen, aber jetzt isst sie direkt mal was. Vielleicht können wir sie doch noch umerziehen. Beweg dich ganz langsam. Bestätigen. Handeln. Hier können wir was tauschen, selbst wenn wir was nicht kaufen wollten. Ne? Kann man das so machen? Dann kann man kriegt man trotzdem Erfahrungspunkte. In Form von Charisma. Handelswert, bist du teuer. Kaufe ich nicht, weil ich habe hier dreimal Sand. Handelswert 6. Nö, nee, ich kaufe den Kram nicht. Ich tausche bloß das durch. So, wir kriegen das Charisma. Und anschließend können wir gleich das Haus plündern. Mittelgroßes Haus. Da gibt es lecker Food. Da haben wir das Buch, was wir eben verscheuert haben, wieder. Transistor, Klebeband, die Schalter brauchen wir. Das sollte man vielleicht mal einpacken für einen Quest. Aber im Augenblick ist das für mich nicht wichtig. Wir müssen hier nochmal was gucken. Ja, das war das mit dem Lesen. Und die Christine scheint gut, also die meinen alle, dass sie gut in unseren Schutzraum passt und so. Wir sind das Geschenk des Himmels, Amen, bla bla. So. Wasser 10 von 90, gleich wird's eng. Wenn die Christine, ach, der Dad hat jetzt zu Ende geduscht. Dieser Maulaff, echt. Weil ich nicht aufgepasst habe. Jetzt hat der sauberen Schniedel und wir nichts zum Trinken. Verdammt. Das gibt's aber nicht. Ortdurchsuchung. Ja, Fallstrick, du hast Sorgen, ja? Verduscht das ganze Wasser, philosophiert hier vom Fallstrick und der Rest der Familie verdurstet. 10 von 19. Was wir natürlich machen könnten. Das macht jetzt mal die kleine Rotznase, Erbse. Das ist so mein Fallback. Kommst jetzt in nix. So. Tja. Da hätten wir Water, ne? Das können wir einpacken. Da haben wir keinen Platz frei. Also muss irgendein Kram dran glauben. So. Auch hier, das da muss raus. Da nehmen wir nämlich den Schalter anstelle mit. Und mit dem Wasser müssen wir jetzt mal schauen. Da hätten wir hier. Das muss man dann einfach so ein bisschen machen. Ein Wasser kann auch schon darüber bestimmen, ob jemand stirbt oder nicht. Was nehmen wir noch damit? Was bräuchte man sehr dringend? Hier haben wir 27, das ist Quatsch. Batterien bräuchten wir erstmal. Lass uns so. Wir lassen es so. So. Und jetzt hatte ich hier gesagt, Trotznase.
Hier fertige mal so eine Schnuffi, weil irgendwie finden wir keine Gasmasken. Und ich habe nicht mehr, es gibt bestimmt Orte, wo man die bevorzugt findet, mit Sicherheit. Vielleicht beim, doch in den Bergen, ne? Deswegen mache ich jetzt hier nochmal flugs eine Gasmaskengeschichte fertig. Anzug zurücklegen und dann darfst du trinken. So. Da ist ein Haus in Sicht. Fremde ansprechen, ja. Mach ich mal, vielleicht können wir irgendwas Hübsches raushandeln. Das ist ein netter Herr. Das bestätigen wir aber mit ihr, weil die Rede gewandert ist. Und wir versuchen wieder zu handeln. So. Die Glühbirne hätte ich gern. Den Kunststoff hätte ich auch gern. Das Food vielleicht auch. Und verkaufen tue ich dir dafür 15. 15 ist genau ein Fleisch. Das müssten wir reinkriegen. Weil das Essen passt rein. Die Glühbirne ist der Platz gerade frei geworden. Vom Fleisch und einmal Kunststoff müsste gehen. Jing Jing. Lotti. Charisma. Das liegt an den weißen Hosen. Wetten? So, eingehender Funkspruch. Da ist ein kleines Haus. Da gibt es wieder was zu essen. Ja, ich komme ja gleich. Ja, Gott nochmal. Geht dazu wie im Taubenschlag hier. Die Leiterplatten kann ich aber schon mitnehmen. Ja, doch, Herrgott. Dann haben wir Kalk. Kalk passt nicht mehr rein. Schallplatte. Ist natürlich eine praktische Sache, kann ich aber dummerweise nicht mitnehmen. Mache ich auch nicht. So. Jetzt habe ich Zeit hier. Ja, ihr wollt alle rein, ich weiß. Ja, gar nicht mal schlecht, ne? 7. Der wäre schon interessant hier. Der wäre schon sehr interessant. Aber wenn ich den reinlasse, jetzt, wo wir Wassermangel haben, habe ich ein Problem. Ich würde ihn sofort aufnehmen. Aber ist nicht. Ist einfach nicht drin. Was ich jetzt aber mache, ist hier Anzug nehmen. Der wäre sogar schwarz gewesen. Das ist jetzt völlig wurscht. Ist. Hoffentlich macht er nichts kaputt, der Bursche. Also schwarz... Da hätten wir den super wiedererkannt. Jetzt müssen wir gucken, ob der hinklopft. Nö, macht er nicht. Das war ein guter. Den hätten wir ruhig nehmen können. Aber wie gesagt, wir haben kein Wasser, ne? Das wird uns unter Umständen gleich das Genick brechen. Jetzt kann ich den Anzug wieder ausziehen. Haben wir nicht gebraucht. Schlafen. Dann heißt es hier reparieren. Reparieren. Auffüllen. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. So, die Schule ist in Sicht. Objekt untersuchen. Uiu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 
10, das sind alles, na gut, 10 Batterien, wir haben, wenn, dann brauchen wir 8 für irgendwas. Dann lasse ich es so. 20 von 20, aufnehmen kann ich nichts mehr, ne? Lieber alles nochmal vorsichtshalber anklicken, den Gummiarm auch nicht, nö. So. Irgendwer hat Durst. Das Kind repariert. 10 von 90. Also wenn jetzt niemand duscht, ich mache jetzt mal folgende, der Dad, der trinkt sowieso nicht jetzt, aber das Kind könnte eventuell duschen. Das werde ich jetzt gleich mal rausnehmen. Mit dem Automatisieren. Dass mir niemand unter die Dusche rennt. Kleine Tankstelle. Ja, das schaffen wir schon. Wird schon gut gehen. Ich kann dummerweise auch keine Expedition losschicken, weil mir das Wasser fehlt, ne? So, die Kimberley auch das Auto rausnehmen, das Roboter-Symbol. Das eben nicht duscht. So, 10-mal essen. Hier machen wir voll. Das ist völlig in Ordnung. Und den Sand brauchen wir erstmal nicht. Ja. Dann würde ich sagen, wenn wir schon hier Luft haben und niemand so richtig weiß, was er zu tun hat. Na gut, hier brauchen wir Holz und wir brauchen Metall, ne? Das sollte man auch überlegen, ob das sinnvoll ist. Das sollten wir uns auch mal drum kümmern. Obwohl, da bräuchten wir das Scharnier, ne? Was fehlt denn uns jetzt noch? Wie viele Scharniere fehlen denn jetzt noch? Immer noch 4. Und der Wasserfilter mit der Effizienz, das sollten wir jetzt endlich mal erhöhen. Wäre machbar. Aber da geht das komplette Leder drauf. Ich werde es trotzdem machen. Kimberley, Anzug nehmen und das hier aufrüsten. Ich gehe derweil an die Funke. Hier ist so eine kleine Apotheke. Ja. Ja, doch. Antworten, Sharon, nein, du kommst hier nicht rein. Uiuiui, das sind natürlich keine schlechten Werte, ne? Nee. Passt mal auf, wir sagen jetzt zu allen irgendwie Tschüss und dann kommen nur noch Psychopathen, die uns die Bude abfackeln wollen. So, das ist die Christine, du kommst hier schön raus, meine Gute. Was könnte ich denn jetzt mit der mal machen? Duscht die ganz knallhart, ja? Kein Wasser und dann fangen die alles duschen an, wie die Blöden. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Das können wir mitnehmen. Das können wir leider nicht mitnehmen. Das ist natürlich ein super Tauschmittel. Da müssen wir jetzt ein bisschen zocken. Das heißt, ich zocke auf diese Art und Weise. Aber das können wir zur Not super verklingeln. Und wir haben doch bestimmt hier irgendwo, ne, haben wir nicht. Da ist noch ein Bär. An der Stelle dieses Bärs könnten wir. Das Entspannungsmittel ist, glaube ich, 20 wert. Und der Bär durchaus 50. Also er kann 50 wert sein, ne? Hier haben wir 7 von. Da halten wir 6. Könnte ich eigentlich rausschmeißen. Ich könnte auch den Nagel rausschmeißen. Könnte es so machen. Und könnte rausschmeißen. Einmal Zement. Und da den Sanikasten mitnehmen. So. Mache ich einfach mal und mal gucken. Das war jetzt einfach so Instinkt. Christine, du kriegst gleich behandelt die Löffeln. Es regnet zwar, aber du wartest mal noch. Meine Gute. Ich will erst so ein bisschen auffüllen, den ganzen Kram. Kommen mit der Effizienz, das haben wir alles schon schneller gesehen hier. Funkspruch annehmen. Drei Uhr, mal sehen, wie lange es regnet. Mit ein bisschen Schwein kriegen wir noch Tageslicht, weil im Tageslicht gehen ja auch die Reparaturen schneller, ne? Dann könnten wir noch Glück haben und diese Effizienz sozusagen ausnutzen. So, Fallstrick noch einmal, können wir den benutzen? Ach du dickes Ei, guck doch mal ein, ne, echt. Tja, jetzt habe ich ein Problem. Ah, ich krieg die Krise, echt, mit den fucking Slots.
Aber wir können Klebebanden mitnehmen, wir können einmal Wasser mitnehmen, was wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Zange haben wir schon eine im Besitz, dann kommt der Bär wieder zurück. Nagel, das ist Kordit. Haben wir das? Nee. Ist aber nicht so wichtig, wäre nur als Tauschobjekt sinnvoll. So. Arschlecken, tralala. So, Ade. Was soll's? Ich habe keine Slots. Punkt aus, Feierabend. Ich habe keine Slots. Ich krieg die Krise. Keine Gasmasken und keine Slots. Hier ist Edward. Ja, Edward, du musst mir nicht jedes Mal alles mitteilen, wenn du dir die Nase putzt. Finde einfach ein paar Gasmasken. Tag 21, bin irgendwie noch keinen Schritt weiter, ja. So, aber immerhin können wir jetzt die Effizienz schon mal ein bisschen mitnehmen. Aber wenn du hier oben schon mal dabei bist, der will schlafen. Ja gut. Da ist die Polizeidienststelle, die können wir... Ach so, das sind Leute. Ja, wir sind eh voll wie die Haubentaucher. Wir können nichts machen. Oh Gott, was willst du? Die auf die Fresse hauen. Das will ich. Er will aber handeln. Das ist immerhin ein Ding, ne? Das nehmen wir mal hier mit. Wir können auch hier nochmal diesen Kram mitnehmen. Können wir machen. Bei Bücher hätten wir 50. Das wäre ein Deal. Unterbringen tun wir das noch, oder? So stackmäßig. Ja. Ja, komm, machen wir. Nettes Geschäft. Mir geht's um das Charisma. Sehr schön. So. Dann klingelt es hier gleich wieder. Und jetzt werden wir wahrscheinlich bös die Waffen finden. Nö, nicht mal. Dann nehme ich das, das. Das war gar nicht mehr schlecht. Und der Rest muss da bleiben. Patrone bleibt da. Kordit bleibt da. Wasser bleibt da. Was soll's. Aber ich ziehe mich jetzt ja aus. Anzug zurücklegen, dann kannst du von mir aus ins Bett gehen, ist mir egal. Ich mache eine neue Expedition. Auch wenn die Funke geht, ist mir wurscht. Und zwar mit Rainer Wein. Der ist unhygienisch. Ja, klar, ja. Das ist der, wenn das schon da steht, unhygienisch. Das ist der, der reinkommt mit seinen dreckigen Pfoten. Und Christine kann ich nicht mitnehmen. Rotznase ist schmutzig. Ja. Wo ist denn die Rotznase? Hier ist Erbse, Rotznase. Geh mal unter die Dusche, macht sie jetzt selbstständig. Ich muss an die Funke gehen. Und Mom. Ach nee, Christine geht jetzt an die Funke. Händler. Erbse duschen. Ach, Kind. Was machst denn du da? Duschen. Das Kind ist auch so unhygienisch. Kommt ganz nach dem Dad. So, da haben wir wieder was wir nicht mitnehmen können. Schalter habe ich abgelegt, blöderweise. Das können wir nicht mehr einpacken. Alles inkompatibel zu unserem Inventar. Bestätigen, ja. So, wenn das Kind jetzt einigermaßen sauber ist. Schaut es mit dem Wasser aus? 74. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ach, kommst du zu nix, ey. Mittelgroßes Haus, ja, ist schon recht. Expedition planen. Wir haben jetzt zwei Gasmasken, oder? Nächste Person, reiner Wein. Lass es sein. Rotznase. Jetzt hat die Hunger. Aber wie, ne? Ach, das ist blöd, echt. Erbse, wo ist denn die Rotznase? Ich sehe die nicht. Unter der Dusche. Geht immer aus dem Weg, alle. So, essen, essen, essen. Nein, nein. Ah, verflixt. Echt, da kriegst du die Krise hier. Ja, jetzt macht sie sich das noch warm. Anscheinend hat sie es nicht. Wer kommt denn da? Ja, du schaust ja gefährlich aus, alter Falter. Ein Bär. Jetzt haben wir zwei von der Sorte. Wir haben mehr Holz. Das ist gut. Leiterplatten können wir ebenso mitnehmen. Das ist auch sehr gut. Batterien nicht, was soll's.
Farbe auch nicht, Schallplatte auch nicht. Food haben wir 10-mal bestätigen. Tschüss, Ade. Auf Wiedersehen. Kind möchte duschen. Mach das doch. Und anschließend, wenn du geduscht hast, Erbse, machst du hier sauber. Ich gehe an die Funke. Kleines Haus und drin sitzt der Nikolaus und die Kimberley, die geht nicht aufs Klo, sondern in den Schlafsack. Ich möchte, ja, du hast lauter Scheiß dabei. Aber ich nehme die Kabel, ich nehme das da, ich nehme das da. Ich nehme Handelswert 25. Ich kann bloß noch zwei Dinge kaufen. Dann würde ich sagen, die Motoren, ich weiß, dass die wichtig sind. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber die waren wichtig. Und Schrotpatronen wären eigentlich auch wichtig. Wären schon wichtig. 44. Na gut. 44 kann ich gerade noch so entbehren. Und da bekommst du von mir ein... Oh, der 30 zahlt er fürs Fleisch. Dann zahlt er fürs Wasser 4, ja. Der zahlt gut hier. Das heißt, wir können... Das hier müsste dann auch 4 sein. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Mal sehen, was wir dem Heinz jetzt noch irgendwie andrehen können. Hier immerhin 6. Auch nicht schlecht. Hier, für die Plastiktüte 4. Hätten wir sie los. 2 Slots. Naja. Ich kann die ja mal verscheuern, die Dinger. Die finden wir so immer wieder. Hier ist so ein Eimer 37. Aber weiß ich nicht, ob das so klug ist. Scharniere kriegen wir immer noch nicht zusammen. Das ist echt ein Kreuz, sage ich euch. 34. 38. 42. Irgendwann mit 2 noch. Ach, komm hier. Ich mach da keine Faxen. Sehr schön. Und dann hatte ich irgendwas gesagt von... Kimberly schläft. Expedition planen. Kind, du kommst jetzt mal aus der Dusche raus. Was ist denn jetzt da, Kind? Ja, passt schon. Also, ob, nicht Objekt fertigen. Nein, 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 nein. Erstmal Funk. Eisenbahngeschäft. Ach, du dickes Ei. Oh, Mensch, echt. Die wollen mich, die machen mich fertig. Die machen mich echt fertig. Das sind Stemmeisen, ne? So. Können wir nicht mitnehmen, können wir nicht mitnehmen. Das könnten wir auch nicht mitnehmen. Metall können wir mitnehmen. Sicherungen auch nicht. Bohrer haben wir schon einen. Na Gott sei Dank, immerhin was. Bin ich nicht ganz so beleidigt. Rohr haben wir 21, ist okay. 15 von denen. Stemmeisen 0. Was können wir denn noch zurücklassen, wo wir sagen, gut, das wäre nicht so, das würde uns nicht so wehtun. Das tut alles weh. Mache ich nicht. So. Aber ich plane noch eine Expedition. Mit Rainer Wein und... Rotznase. Jetzt aber. Ihr Luschen. Und zwar... Ich meine, ich so weit zu gehen lohnt sich nicht. Weil, wie gesagt, das... In der Kirche. Hier sind jetzt die anderen, ne? Wir könnten. Kleiner Bauernhof, wir könnten auch mal so rumgehen. Ach, ich weiß auch nicht. Das wäre schon cool, aber da fehlt mir jetzt eindeutig das Schürfzeug. Und bei dem Speicher gibt's Wasser, Lichtung gibt's nichts, sonderlich Hütte. Na gut. Hütte. Dann macht ihr das mal so rum. Und dann geht ihr in die Fabrik. Und dann hier zu diesem Haus. Daher. Wieder an die Apotheke.
Polizeidienststelle. So. Ach, wir haben ja keine Taschen. Nochmal schauen. Ich müsste noch so Taschen fertigen und dann geht's schon mit dem Leder wieder los, ne? Der Kühlschrank sagt, vielleicht sollte ich einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Kind, geh mal aus dem Weg. 7. So ein Hase bringt, glaube ich, 3-mal Fleisch. Ich glaube, 3-mal Fleisch. Dann schlaf du mal. Schlafen. Ein gefährlich, ah ja, gefährlich aussehendes Tier. Gefährlich aussehendes Tier, gefährlich aussehendes Tier. Ach du Scheiße. Oh, der Hund hat einfach angegriffen, ja. Blutet. Was für ein Vieh, ey. Hier machen wir auch keine Faxen. Nahkampf. Und dann sieht man schon, dass der Schaden sehr gering ist, weil er noch zu schwach ist für das, für die Waffe, ne? Aber Mama wird's. Oh, oh. Hund? Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh. Aua. Hund macht ihn jetzt platt. Upp. Sag, hast du nicht gesehen. Und, was kriegen wir? Fleisch passt nicht mehr rein. Jetzt können wir auf das Fleisch verzichten. Können es einfach liegen lassen. Wäre ratsam, ne? Mache ich auch. Ja, der Hund kriegt die Punkte. So ein Kack. Das ist nämlich der Nachteil dieses Hundefies. So. Das Kind macht jetzt den Fallstrick. Dann wird Daddy hier reparieren, wird hier mal hinlangen. Fallstrick 2. Kein Fell. Sehr schlecht. Platz haben wir jetzt noch 20 Slots. Oh, Daddy hat das geschweißt. Es geht aber schon relativ flott, ne? Dann wirst du hier hinlangen. Wir haben jetzt gleich Werkzeugeffizienz, sind wir schon bei 50. Sehr cool. So, du hast das gemacht. 79, 73. Zurücklegen. Dann tue ich dich automatisieren. Das ist okay. So, und Daddy, wenn du das gemacht hast, wie schaut es eigentlich mit den Glühbirnen und sowas aus? Dann wirst du Objekt fertigen, hier eine Glühbirne einbringen. Beim Essen. Dann müssten die theoretisch schneller essen. Jetzt haben wir wieder schwarzen Regen. Gott sei Dank habe ich das mit der Dekontamination gemacht, dass das ein bisschen schneller geht. Das Kind macht sich schon wieder was zu essen, ne? Das ist einfach fressendes Pack. Die mäßigen Fresser. So, Daddy. Also theoretisch müssten die auch schneller essen. Ich glaube schon, ne? Das müsste man direkt mal vergleichen im Test. Oh, 6%. Der Hund ist schon da. Okay. Dann würde ich sagen, lernen wir die Bande noch aus. Schicken sie unter die Dusche. Genug radioaktives Mittel haben wir ja. Da kann nicht viel passieren. In der nächsten Folge müssen wir dann wahrscheinlich noch 2-3 Mal so eine blöde Runde laufen, bis wir endlich upgraden können auf Level 3 und dann können wir vernünftige Rucksäcke machen, das heißt wir haben mehr Slots und dann können wir auch längere Touren machen, was dann meines Erachtens nochmal einen richtigen Schub verursacht. Sehr schön, das ist doch schon mal ein Ding. Lottie und Edward, ihr seid meine Helden. Das geht nicht mehr rein. Das ist nicht euer Ernst, oder? Es muss doch reingehen. Ja, dann muss irgendwas raus. Mal sehen, was. Das ist das Schöne, dass man hier noch die Sachen rausschmeißen kann. Und zwar, wir können jetzt einmal Sprit rausschmeißen. Wir könnten aber auch den Kalk rausschmeißen. Wir können aber auch die Plastiktüte wegschmeißen. Ach, so ist das. Jetzt kapiere ich es. Oh, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Da habe ich nicht dran gedacht. Ach, scheiß doch drauf. Tja, da habe ich echt nicht dran gedacht.
So, jetzt müssen wir aufpassen. Mama, stopp, 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 stopp. Duschen. Und der Edward, der ist vernünftig, obwohl er wahrscheinlich auf allen Vieren kriecht vor Hunger. Das machen wir jetzt noch schnell. So, die Mama raus aus der Dusche. Und Edward unter die Dusche. Und wenn der dann fertig ist mit der Duscherei, okay, jetzt ist zwar alles voll, aber wir haben natürlich kontaminiertes Wasser, ne? Wenn er geduscht hat, der Edward, dann kann er nämlich auch essen. Und ihr, da habt ihr es schon wieder. Na, wo ist sie? Kimberly, typisch. Trinken, Klo und Duschen. Das ist Kimberly. Na, mal sehen, was der zum Handeln hat. Das ist so der Sprengstoffman, oder? Ich glaube schon. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich nehme mir eine so eine Patrone. Ich nehme den Draht. Welt am Draht. Ich nehme noch ein paar Batterien. Vier vielleicht. Und von hier nehme ich noch mal. Da haben wir 10, 2. Von den Batterien habe ich jetzt dooferweise, warte mal, 9, 3, also eine zurück. 12, 12 ist gut. Jeweils 48 möchtest du dafür haben. Solange es jetzt regnet, könnte man durchaus auch hier mal das so machen. 36, 66. Da können wir noch was nehmen. So. Das ist sehr gut. Vielleicht noch so eine Batterie 62. Dann legen wir hier noch so ein Wasser drauf. Magnesium, was kostet denn das bei dir? Handelswerk 8. So. Also, ich klinge mich aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Shelter Red. Das wäre dann Folge 6. Ich lasse erstmal die ganze Bande aufs Klo gehen und so weiter. Und in der nächsten Folge machen wir dann noch eine hübsche Erkundungstour. Und dann müsste es auch bald soweit sein mit den Scharnieren, mit dem Level 3 Upgrade und den tollen Rucksäcken, wo wir dann einfach mehr reinkommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Geschmeidige, immer auf dem gestreuten Laufen und schaltet demnächst wieder rein. Tschüss!